Jetzt mal sehen, ob ich ihn hier vielleicht runterschubsen könnte, wenn er hierher kommen würde. Wenn er hierher kommen würde, dann schubse ich ihn einfach runter. Verpiss dich! Ich will keiner. Verzieh dich. Wir sehen deinen Namen. Ja, ich sehe euren Namen auch. Der kommt jetzt hierher. Der kommt jetzt. Hier, ja. Jetzt sehe ich seinen Namen nicht mehr. Ach, genau. Ich muss mich einfach bücken. Dann sieht er ihn nicht mehr. Seht ihr meinen Namen immer noch? Eher nicht mehr, ne? Ihr seht ihn immer, oder? Ich komme jetzt auch, ich will auch was Interessantes tun. Siehst du? Ich will die hier runterschubsen. Ich will sie killen. Ich frag mich, ob es dann auch zählt, wenn ich sie runterschubse. Ich will auch kommen. Wo warst du? Beim Spawnpunkt. Da ist so ein ganz markanter Berg. Der ist so richtig markant. Ja, Spawnpunkt. Spawnturm. Wegangabe. Minimap? Hab ich nicht. Durch Small? Oh, sie kommen. Sie kommen, ja. Minimap gibt's doch noch gar nicht für 1.2, oder? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Jetzt solltet ihr eigentlich mein Namensschild sehen. Jetzt? Jetzt solltet ihr es sehen. Ich hoffe, dass sie hierher kommen, weil dann kann ich die perfekt runterschubsen. Dann gibt's richtig schön Runterschubser. Der eine greift sich jetzt da nach unten. Alter, glaubst du, die werden da verschwinden? Schwer zu sagen. Zuerst mal baue ich mir hier so einen Weg drumherum. Ich wollte jetzt eigentlich auch kommen, aber ich habe ein paar wesentliche Sachen vergessen. Ja, die wären? Spitzhacke und ein Bett. Oh, okay. Aber man sieht das jetzt nicht von oben, oder? Was? Dass da unser Haus ist. Nein. Gut. Ich meine, ich habe nur, glaube ich, eine Erdschicht zu viel draufgehauen, aber das sieht man nicht. Jetzt ist die Decke noch dicker. Lol, ich habe einen Skelettbug. Was ist da? Da steht ein Skelett und irgendwie existiert es wahrscheinlich gar nicht, weil es greift mich weder an, noch kann ich es angreifen. Naja, aber es verbrennt auch nicht, weil Skelette und Zombies verbrennen jetzt, glaube ich, nicht mehr. Okay, ja, aber es stand mich irgendwie sozusagen ja gar nicht mehr an. Das stand nämlich irgendwie ganz am Anfang. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich habe immer so durchgelesen, die Neuerungen, da stand dran, die kommt nicht mehr. Okay, wo ist denn die Erde hergekommen? Welche Erde? Habe ich mich hier irgendwann mal ausgebaut? Lol. Verdammt, ich muss mich ducken. Ich muss mich ducken. Ich muss Tiere töten. Ich habe Hunger. Genau, das war hier. Das war hier. Freundchen. Das war hier, wo ich diesen Ausgang gesehen habe, glaube ich. Diesen Art Eingang, oder? War das hier? Warum fragst du mich das? Hallo. Ich habe irgendwo so eine Art richtigen Eingang gesehen. Oh, da ist ja ein Schaf. Ich würde fast sagen, entweder haben die den zugemacht oder ich habe nicht gehört. Weil das war so irgendwie so richtig unnatürlich. Na gut, dann geht's hier weiter. Ja, ich muss mich ducken, aber ich kann mich jetzt nicht ducken. Das ist blöd. Oh, verschwindet ihr von da, wo ihr seid? Ich nix wissen. Weißt du was, ich gehe jetzt einfach Eisen klauen und hau nach Hause ab. Okay, und das nächste Mal. Weil dann hole ich das und dann hau ich nach Hause ab und dann können die mich mal. Dann können die abhauen von. Scheiße, ich hab die. Ich hab außerdem die Teamsick-Taste gedrückt. Die haben aber nicht so viel gehört, außer dass ich abhau, glaube ich. Nach Hause. Aber sonst nichts. Na, hoffe ich doch. Voll unauffällig zugebaut. Hier mit dem Holz und so. Und dem Cobblestone. Hier ist doch irgendwas. Oder das ist eine Falle. Die wollen das. Busch. Ich denke, dass ich hier etwas finden würde. Lol. Was ist? Nichts. Die graben hier sich irgendwie so rein. Erstmal alles mitnehmen. Steak und so, Nahrungsmittel, Seeds. Plants, Saplings, Dirt. Brauchst du noch Dirt oder Kohle oder sowas? Ja, kannst ein bisschen mitbringen. Ich habe auch ganz viel Cobblestone. Oh ja. Cobblestone. Was fügt mehr Schaden zu? Eine Steinaxt, ne? Oder? Oder eine Spitzhacke oder die Hand. Ich glaube Steinaxt, ne? Ich glaube.
Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch. So. Jetzt sehe ich, glaube ich, ihren Namen. Ein bisschen. Oh lol. Oh lol lol. So. Ich muss essen. Ich muss Pilzsuppe machen. Was war das eben? Oh Gott. Oh, ich back hier. Ach, man kann wieder auf Leitern stehen. Das finde ich gut. Echt? Ja. Oh. Ist ja geil. Jo. Peter ist sehr wandlungsfähig. Das sehen wir hier, ein Farbenwechselmodell. Das ist die Sonderedition, weil er kann entweder trägt er ein rotes Halsband und ist grau, oder wie in diesem Fall trägt er ein blaues Halsband und er ist braun. Cool. Das Farbwechselmodell Peter. Okay. Brauchen wir noch Öfen oder Werkbänke? Wir haben nicht. Zwei Öfen und eine Werkbank, also nö. Das mache ich lecker Pilzsuppe. Ich wette, die gammeln hier irgendwo in der Höhle rum. Gold. Aber ich habe keine Eisenspitzhacke. Schon wieder. Ich sag nur, wer ist in die Lava gefallen bei uns? Ja, und von wem sind alle Sachen draufgegangen? Von euch? Hier ist wieder was mit Cobblestone und so richtig arg mit Cobblestone zugebaut. Das ist ihr Markenzeichen, alles mit Cobblestone zuzubauen. Und ich frag mich, warum das hier ist. Ich glaube, das soll hier wohl so eine Art Nebenraum sein, oder? Oder ist das irgendwie eine Verbindung zu ihrem alten Quartier? Hä? Das macht doch keinen Sinn, hier Cobblestone hinzumachen. Ich gehe mal auf eine Höhlentour. Unsinnig. Hä? Wieso machen die das hier hin? Sehr komisch. Seltsam. Tschüss, Peter. Also, Peter dreht sich gerne im Kreis. Was zum. Okay. Ich schlage hier einfach alle Fackeln ab, dann verlaufen die sich. Und ich brauche ja eh Fackeln. Ich habe aber keinen Platz für Fackeln. Ja, Sugarcanes brauche ich eher nicht. Na, hoffentlich verlaufe ich mich da nicht. Wieso ist hier so viel Dirt? Hier ist so keine viel Ahnung. Cobblestone. Höhle, so Höhle, 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 Höhle. Cobblestone. Ich glaube, ich gehe mal in die andere Richtung. Ich laufe jetzt immer in die gleiche Richtung, aber ich glaube, ich gehe mal jetzt einfach mal ins Sumpfgebiet und suche nach einer Höhle. Okay. Jetzt kann ich sie nicht verfolgen, das ist doof. Oh, es ist so warm bei mir, ich muss mal Fenster aufmachen. Geht nicht. Okay. Ist zugestellt. Oh. Dann trinke ich mal einen Schluck. Oh nee, jetzt bin ich nur... Lala. Ein Lieblingsgetränk, das ich jetzt nicht namentlich nennen will. Ups, ich habe mein Schwert fallen lassen. Ich kenn's bestimmt. Oh. Oh. Lass mich raten, es fängt mit C an. Nee. Wasser? Genau, Wasser. Wasser ist sehr gesund, liebe Kinder. Ja. Ich trinke den ganzen Tag nur Wasser. Genau, da stimme ich dir zu. Wasser ist das beste Getränk. Ach, ich folge einfach den ganzen Fackeln. Oh, wie ist es hier? Cobblestone, hallo. Und Zucker ist der Feind. Ja, genau. Redstone kann ich aber nicht abbauen. Oh. Okay, also in diese Richtung gibt's jetzt erstmal keine Höhle, aber Kohle. Meine Güte, das ist so unsinnig, was die hier teilweise gemacht haben. Ja, okay, das eher nicht, aber teilweise ist es echt unsinnig, was die hier teilweise gemacht haben. Die Sonne verstehst, geht unter. Was ich meine. Und die haben überall Eisen und Kohle liegen gelassen. Ich muss nach Hause. Und Redstone. Meine Güte, wollte ich überall warm. Ja, und ich unbedingt. Oh, was ich mal gesehen habe, aber das können wir hier nicht umsetzen, ist eine Geheimtür mit Sticky Pistons und so. Ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Mhm. Weil so ein Knopf zum Beispiel, der geht dann automatisch weg. Der, okay, das ist lol hier. Wieso machen die hier Cobblestone hin? Haben die nichts Besseres zu tun oder was? Hier ist einfach Boden und da haben die Cobblestone drauf gemacht. Jetzt stehen die auf Cobblestone. Das ist doch total unsinnig. Sollen wir die fragen, ob wir die Nacht überspringen? Überspringen wir die Nacht? Was? Überspringen wir die Nacht? Ja, hallo Peter. Nein. Hallo Peter. Ich bin zweimal hintereinander gestorben, weil du den Spawn oben auf dem Spawnturm gemacht hast. Du bist echt schlau. Hab ich gesagt. Ich hab doch extra den Wassergraben da unten gemacht, da könntest du reinspringen. Bin ich! Ja, klar. Der ist nicht tief genug.
Nein. Schon wieder? Nein. Dein liebstes Hobby, gell? Ihr Mist, Kelly, ihr habt mein Bett gefunden. Du bist jetzt gespawnt. Ja. Verdammt, ey. Wie konntet ihr nur? Das war meine Anbindung zu euch. Das war mein geheimes kleines Geheimversteck. Aber es ist nicht mehr so geheim. Ich hab so ein Bett in der Nähe vom Spawnturm, in der Nähe ihrer alten Base gemacht. Hattest du eigentlich schon eine Rüstung? Ja. Als ich sie angegriffen habe, hatte ich eine Rüstung. Weil hier in unserer Truhe liegt noch eine, die ich gemacht habe. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt nach Hause. Und dann leveln wir erstmal schön auf. Und dann schauen wir mal, was ich sicher aufleveln. Nicht aufleveln, ich meine aufrüsten. Ich komme jetzt wieder zu dir. Ich habe keine Sachen. Es wäre schön, wenn du für mich ein bisschen Essen dabei hättest. Ja, ich habe für dich 3 Pilzsuppen und ein Schweinfleisch. Okay, perfekt. Und dann mache ich mir erstmal ein paar Sachen, eine Axt und so. Und dann gehe ich ein bisschen Eisen farmen und ein bisschen Kohle und so ein Krams da halt. Und ja, dann kann ich mich, ja, weil es macht keinen Sinn, die mit nichts anzugreifen. Obwohl vorher mit dem Eisenschwert und ohne Rüstung hat es geklappt. Ich hatte sogar noch ein bisschen weniger Leben. Oh, Skelett. Okay. Wolle, Wolle, Wolle. Wir haben 10 Wolle. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Betten. Wir brauchen Betten. Ja, stimmt. Aber wir haben noch Betten. Ganz viele Betten. Soll ich ein paar Betten machen? Ja, gerne. Ah, okay. Ich verlaufe mich hier garantiert. Okay. Darf ich mitmachen? Nein, bitte nicht. Weil du findest da nicht mehr zurück. Das ist das Problem. Oder etwa doch. Ich weiß immer noch nicht, wie ich sie den letzten Part nennen soll. Oder diesen Part. Ich weiß nicht. Ist es der letzte Part? Keine Ahnung. Vielleicht nenne ich ihn... so wie gewonnen, so Zeron, weil die sind jetzt weg. Und ich wollte mich da ja eigentlich sozusagen einbauen und... Ah, ich habe es gefunden. Ich habe unsere Weide gefunden. Ich wollte mich da ja eigentlich einbauen und so ein Kram halt, ne? Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Wie, was gefunden? Ja, du hast gerade gesagt, du hast unser, was weiß ich, gefunden. Achso, unsere Weide. Da, wo wir sind, halt. Ich bin jetzt gerade, ich schwimme jetzt zur Weide, übers Wasser, und hoffe, dass mich hier keiner verfolgt. Ich hoffe mal, dass hier keiner von... Ich gehe wieder ins Haus. Okay, mach das. Ich habe keinen Bock nochmal hier von einem Creeper angefallen zu werden. Diesmal war es nur einmal beim Eingang ein Creeper. Aber nur einmal? Ja, ich graf mich raus, boom, ich sehe in sein Gesicht und dann bah. Und du kannst jedes Mal aufhören, die Creeper vor den Eingängen explodieren zu lassen, gell? Jedes Mal, wenn du willst. Du musst nur wollen. Ich muss nur wollen und das Spiel umschreiben. Aber du kannst jederzeit aufhören. Womit? Ach, nichts. Ah, mein Fraps spinnt wieder so ein bisschen. Ich glaube, das liegt am MC-Patcher. Ja, ich schiebe immer die Schuld auf die Sachen, die ich installiert habe. Immer alles andere ist Schuld. Oh, die armen Creeper. Die erinnern mich immer an Bienen. Warum? Die bringen sich ja auch um. Sozusagen, wenn sie jemanden stechen. Stimmt. Oder? Oder ist es nur so ein Märchen, was Mütter ihren Kindern erzählen? Nee, die ziehen schon ihren Stachel dann raus und dann ist da auch ihr, ihre Innereien dran. Zumindest... Der Verdauungstrakt, glaube ich. Autsch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Könnt mich korrigieren. Wozu eigentlich? Was hat sich die Evolution dabei gedacht? Keine Ahnung. Zu viele? Da sind zu viele Bienen gewesen. Apropos viele, wir Menschen sind ja auch schon viele. Über 7 Milliarden. Hier hat jemand die Fackeln nicht abgemacht, die er gesetzt hatte. Und jetzt scheint hier alles raus. Wo raus? Aus der Höhle. What the hell? Was ist? What the hell? What the hell? Alter. Anstatt zu hyperventilieren, könntest du mir sagen, was da ist. Ich bin hier in diesem Riesenloch. In diesem quadratischen Riesenloch. Unter unserem Haus? Nein. Weißt du nicht, was ich meine? Nicht wirklich, nein. Oder ist das hier so ein Bug? Das ist ein Bug. Ah. Das ist ein Bug und ich sehe hier so ein... Riesen. Jetzt falle ich runter. Das ist nicht gut. Das schaust du dir am besten einfach bei meiner Aufnahme an. Jo, das mache ich, glaube ich. Zumindest werde ich jetzt, glaube ich, sterben. Ich will da in die Höhle, die direkt unter uns ist. Ja. Ich versuche hier raus. Irgendwo runterzugraben.
Du siehst doch bestimmt irgendwo mein Namensschild, oder? Also gerade. Ich bin raus aus diesem Bug. Da unten sind Stollen, Minenstollen. Aber ich kann mich nur noch mal wiederholen. Irgendjemand hat hier nicht die Fackeln rausgemacht, die er gesetzt hat. Ich war's nicht. Das sieht man total vom Weiten. Oh. Höhle. Du hast den nicht eben wieder neu gesetzt, oder? Was? Ah, nichts. Nein, habe ich nicht. Oh, hier ist ein... Ja, hier ist ein Höhleneingang direkt hinter unserem Wohnzimmer. Das weiß ich. Das ist, glaube ich, der, wo ich schon ein paar Mal verreckt bin. So, ich komme jetzt aber nach Hause. Ich habe mich, zwei Blöcke durchgegraben und zack, da ist ein Höhleneingang. Mhm. Ich hoffe, ich finde mich noch zurecht. Ich grab mich mal so ein bisschen in den Berg rein, wo wir drin sind. Spinne! Ich mal durch noch Spinne, 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 Spinne.